Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Berliner trauen der neuen Regierung wenig zu. Masern, Hauptstadt Berlin und das Wetter. Jetzt kommt ja doch noch der Winter. Mehr zu den Aussichten gibt es am Schluss der Sendung. Herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 2. Januar 2017. Die rot-rot-grüne Berliner Regierung startet ohne großen Vertrauensvorschuss in das neue Jahr. In einer Vorsorgeumfrage für die Berliner Zeitung äußern sich nur 44% der Befragten zuversichtlich, dass die neue Koalition die Stadt voranbringen wird. Ende Oktober, während der Koalitionsverhandlungen, waren es noch 49%. Eine knappe Mehrheit von 51% glaubt nicht an Verbesserungen. Optimistisch sind vor allem die Anhänger der Grünen, die der Koalition zu 82% einen Wandel zutrauen. Einen deutlichen Rückgang gab es bei den Anhängern der Linken. Im Oktober glaubten noch 85% von ihnen an Rot-Rot-Grün, inzwischen sind es nur noch 68%. Dazwischen liegt die Affäre um Baustaatssekretär André Holm, der von den Linken berufen wurde und für den Umgang mit seiner Stasi-Vergangenheit scharf kritisiert wird. Wäre am Sonntag Abgeordnetenhauswahl, würde sich im Abgeordnetenhaus trotzdem nicht viel ändern. Berlin hat beim Kampf gegen Masern auch im Jahre 2016 die Ziele der Weltgesundheitsorganisation verfehlt. Wir nähern uns der Elimination nicht wirklich an, sagte der Leiter der Arbeitsgruppe Infektionsschutz beim Landesamt für Gesundheit und Soziales, Dirk Werber. Gemäß dem WHO-Ziel der Ausrottung dürfte es pro Jahr weniger als einen Fall pro 1 Million Einwohner geben. In Berlin also maximal 4 und bundesweit nicht mehr als 80. Tatsächlich erkrankten 2016 aber allein in Berlin rund 80 Menschen. Das sind viel zu viele Fälle, sagte Werber. Berlin habe damit in Deutschland erneut die meisten Masernfälle in Relation zur Einwohnerzahl. Bundesweit lag die Zahl der gemeldeten Masernerkrankungen nach Daten des Robert-Koch-Institutes bei rund 300 im Jahre 2016. Das Jahr 2017 war gerade 5 Minuten alt. Schon hatte Berlin 3 neue Einwohner. Jahrgangserster durfte der kleine Yusuf sein, wie ein Rundruf in den Kliniken ergab. Yusuf, das erste Berliner Neujahrsbaby 2017, kam um 1 Minute nach Mitternacht im Vivantes Auguste-Victoria-Klinikum zur Welt und wog 4 Kilo und 90 Gramm bei einer Körpergröße von 54 Zentimetern. Nur 1 Minute später wurde im Sana-Klinikum Lichtenberg ein 3258 Gramm schwerer Junge geboren. Benjamin, mit 49 Zentimetern der kleinste der 3, ließ sich nur noch etwas Zeit und wurde um 0.05 Uhr im Vivantes Klinikum Neukölln entbunden. Damit haben sie alle locker die Zeit vom Berliner Neujahrsbaby 2016 unterboten, das um 0.37 Uhr geboren worden war. Rund 3 Monate vor dem Start der internationalen Gartenausstellung in Marzahn liegt das Riesenprojekt im Plan. Wir halten den Kosten- und Zeitrahmen ein, sagt der IGA-Geschäftsführer Christoph Schmidt der Deutschen Presseagentur. Nun gehe es um den Feinschliff. Die großen Brocken sind geschafft. Jetzt werden das Besucherzentrum eingerichtet, gastronomische Einrichtungen bestückt und Ausstellungen vorbereitet, sagte er. Umgeben von Plattenbauten soll die Schau auf rund 100 Hektar am 13. April eröffnet werden. Dazu wird auch der neue Bundespräsident erwartet. Bis zum 15. Oktober wird dann mit knapp 2 Millionen Besuchern gerechnet. Das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern ist dem Regierenden auch im neuen Jahr wichtig. Deshalb lädt Michael Müller auch im Januar wieder zu einer Bürgersprechstunde in das Berliner Rathaus ein. Der nächste Termin wird am Mittwoch, den 25. Januar von 15 bis 18 Uhr stattfinden. Bürgerinnen und Bürger können sich per Brief unter der Adresse der Regierende Bürgermeister von Berlin, Bürgerberatung, Berliner Rathaus, Jüdenstraße 1, 10178 Berlin oder online unter berlin.de/rbm-sprechstunde anmelden. Eine Anmeldung ist bis zum 9. Januar möglich. Bei Briefen gilt das Datum des Poststempels. Die Berliner Stadtreinigung hat wegen des Schneefalls zum Wochenanfang ihre Neujahrsreinigung am Montagmorgen kurz unterbrechen müssen. Der Winterdienst hat stets Priorität, sagte BSR-Sprecher Sebastian Harnisch. Zudem könnten bei Frost keine Kehrmaschinen eingesetzt werden. Weil sich die Wetterlage relativ schnell entspannt habe, werde die Reinigung mittlerweile normal fortgesetzt.
Die BSR wollte eigentlich ab Montagmorgen mit der Beseitigung der Feuerwerksreste in den Bezirken beginnen. Hierbei arbeiten sich rund 1.900 Einsatzkräfte mit 600 Fahrzeugen in zwei Schichten von den Haupt- in die Nebenstraßen vor. An Neujahr hatten die BSR-Mitarbeiter bereits damit begonnen, sogenannte Reinigungsschwerpunkte wie die Umgebung der immer noch gesperrten Partymeile am Brandenburger Tor zu säubern. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt es vielerorts bedeckt, gebietsweise kann es auch noch leichten Regen geben. Die Tiefstwerte bewegen sich um die minus 1 Grad. Auch am Dienstag bleibt es trüb und regnerisch in der Hauptstadt. Das Quecksilber steigt auf maximal 3 Grad an. Und der Blick auf die kommenden Tage. Am Mittwoch gibt es neben den Regenzeitweilen auch kurze Auflockerungen mit Tageshöchstwerten um die 4 Grad. Ab Donnerstag wird es dann richtig kalt bei uns. Das Quecksilber schafft es nur noch auf minus 3 Grad. Am Freitag sogar sind es minus 5 Grad. Dazu durfte es am Donnerstag auch endlich mal etwas Schnee geben. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.